Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, mit einem neuen angezockt. Und wie ihr am Bild schon seht, Jump Force. Ich bin mega gespannt, wie es wird. Mit den One Piece und Naruto-Charakteren sich gegenseitig auf die Fresse zu hauen. Und natürlich auch andere Anime-Charaktere. Mal gucken, wer da noch mit bei ist, wie man noch kennt. Ich nehme es in 4K auf, so wie es hier von der PlayStation ausgestrahlt wird, aber ohne HDR. Ich weiß auch nicht, ob es HDR hat. Ich habe bei mir HDR ausgeschalten, weil wenn ich aufnehme in HDR, hat YouTube damit immer arge Probleme. Deswegen rein 4K und dann ist gut. Ich werde auch nichts rendern und nichts wegschneiden oder was weiß ich, damit ihr reines Gameplay-Material sehen könnt. So wie ich es halt hier auch sehe. Die Videobitrate ist auch ziemlich hoch. Damit wirklich so wenig wie möglich Verlust irgendwo ist, weil YouTube ja sowieso von sich auch nochmal rendert. Freezer. In der weißen Form, nicht in Gold, okay. Weil die neue Form ist ja Gold. Der hat ja nochmal kraftmäßig, hat der nochmal eben draufgepackt. Wenn ihr den letzten Film geguckt habt. Ah, Naruto. Obwohl, da gibt es noch einen neuen. Der ist aber noch nicht in Deutsch da. Den gibt es nur in Japanisch. Und zwar Broly. Genau, Broly ist wieder da. Son Goku. Nein, das nicht, aber da hinten war er eben. Haben wir gerade laufen sehen. Also wenn die Grafik im Kampf auch so aussieht, da ist... Ruffy, wenn die Grafik im Kampf auch so aussieht wie jetzt, Alter, wie geil. Sprache haben wir garantiert wieder nur Englisch und Japanisch, so wie wir es gewöhnt sind. Ist bei jedem Anime-Spiel, also... Was nach Deutschland kommt eigentlich so. Ich wüsste keins, wo mal was Deutsch mit bei ist. Also außer der Untertitel. Jump Force. Mit dem Rot und dem Blau, das sieht auch richtig geil aus. Der kommt mir da unbekannt vor. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich ihn hinstecken soll. So. Jetzt kann ich... Also die Szene, was ihr jetzt gesehen habt, wurde geblockt. Also die hätte ich mit der PlayStation nicht streamen können, aufnehmen können. Ich hoffe nicht, dass es deswegen hier ein Content-ID gibt. So, warten jetzt, erledigt. Ich bin so gespannt, ey. Also wenn die rein die Spielgrafik jetzt so aussieht wie der Anfang, Alter, denn da wirst du feucht in der Hose. Soll ja auch noch mal ein neues Dragon Ball Spiel kommen. Ich würde mir nochmal einen Dragon Ball wünschen, wo man wirklich die Story durchspielt, wie damals auf der PS2 und PS3. Die PS2 war dort, die ich damals immer gespielt habe. Budokai Tenkaichi und wie sie alle heißen. Aber mit einer vereinfachten Steuerung. Weil die Steuerung teilweise bei den neuen echt ein bisschen doof ist. So eine weiche Stimme für so einen Bösewicht.
Woher kenne ich das mit dem Baum? Ach, der Baum ist bestimmt von Naruto. Von der letzten Staffel, wo sie mit dem Baum, wo der Chakra, Chakra-Baum irgendwie ins Bums war. もうこの世界はおしまいですよ。そんなことお前が決めんな。諦めの悪い人ですね。では死になさい。しまった。かわいそうにあなたが避けるからですよ。 了解しました。トランクス。心配機能低下。出血多量。このままでは数分以内に絶命するものと予測されます。意識が戻ったようですね。で、トランクス。あなたはフリーザの攻撃を受けて危険な状態です。助かる手段は一つしかありません。今からあなたをヒーローとして蘇らせます。 Ach, das ist jetzt aus unserer Sicht praktisch. Wir aus unseren Augen raus sehen wir Trunks und wie er das in unseren macht. Den Würfel. Spielaufzeichnung wird fortgesetzt. Also, ja, war auch eine blockierte Szene. Ah, wir können uns jetzt unseren eigenen machen. Das ist cool. Avatar erstellen. Wir nehmen einen männlichen Avatar. Der sieht irgendwie aus wie von Naruto. Der mit dem Schatten. Ich finde den aber angenehmer als die mit den anderen Haaren. Die finde ich jetzt nicht so pralle. Ah, da steht ja da. Ninja-Kampfstil. Piratenkampfstil. Oh, ja, was nehmen wir denn da jetzt? Das ist One Piece, das ist Naruto und das ist Dragon Ball. Gute Frage. Ich fange einfach mal mit A an und man kann ja dann vielleicht auch noch andere Kampfstile machen. Oh, wir können den Körper anpassen. Wir machen ihn ziemlich groß. Körperbau, natürlich muskulös. Brust. Fällt kaum auf. Aber wie eine Muskel halt. Wir lassen eine helle Frisur. Ah, gut, da kommen wir der Sache schon mal näher. Also das sieht irgendwie Sasuke-mäßig aus. Also wir haben nur diese zur Auswahl, keine Glatze. Doch, Glatze haben wir auch. Obwohl, nehmen wir, wir können ja auch lange Haare nehmen. Ach, das ist hier Up. Das ist der Haarschnitt von Up. Also Up ist die Wiedergeburt von Buu gewesen. In den letzten Folgen von Dragon Ball Z. Beim großen Turnier, wo Son Goku dann mit ihm abhaut und um ihn zu trainieren. Die Haare kommen mir auch bekannt vor, komme ich aber gerade nicht auf den Namen.
Könnte Twang sein. Welche Haare nehmen wir denn da? Ich glaube, ich nehme das mit dem Pony, das sah ganz gut aus. Warte da? Nee, das war nicht. Wann das? Hier, da. Das nehmen wir. Und wir machen die Haarfarbe. Schwarz-Rot sieht doch ja nicht mal so schlecht aus, oder? Schwarz-Rot mit schwarzen Spitzen. Genau, das sieht voll geil aus. Das nehmen wir. Das nehmen wir. Das nehmen wir. Das sieht richtig geil aus. Und hier nehmen wir noch ein Stück schwarzer. Ja. Doch, das gefällt mir. Das gefällt mir. Das nehmen wir. Augenbrauen. Ah, was Böses. Na, böse nicht, aber halt. Als Respekt einflößendet. Mit dem Blitz, obwohl, würde gut zu den Haaren passen. Ich glaube, ich nehme das mit den Blitzen. Das kommt vielleicht ganz cool. Nehmen wir das mit den Blitzen. Und dann nehmen wir dann rötlich. Dann nehmen wir hier dieses Rot. Dunkle Rot, genau. Ohren. Was für Ohren nehmen wir? Sehen alle kacke aus. Ich lasse die Originalohren, die anderen sehen alle kacke aus. Augen. Ich finde die Augen eigentlich ja nicht mal so schlecht. Halb offen. Nicht ganz so Color-augenmäßig. Kann ich aber die Farbe gar nicht? Also rechte und linke Pupille, okay. So, dann machen wir mal so. Oh, hier kann man auch so Schlangenaugen machen und so. Ist ja auch geil. Oh, das ist ja. Das ist ja geil. Auf schwarz. Oh, sieht natürlich auch geil. Ich nehme schwarz. Definitiv nehme ich schwarz. Und dann vielleicht rote Augen dazu. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh yes, oh yes, 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 yes. Das sieht geil aus. Nase. Die sieht eigentlich ganz okay aus. Obwohl die kleine Nase sieht auch ja nicht mal so schlecht aus. Nur die. Mund und Kiefer. Ich hätte den Kiefer gerne unten, hätte ich gerne ein bisschen breiter. Hm,
gerade ein bisschen kacke aus. Da lasse ich auch Standard, weil die anderen hier fallen mir nicht. Die haben einen komischen Ausdruck oder... Ich weiß nicht. So, was haben wir denn hier? Ah, das ist doch von Tsunade und auch Sakura, die haben da so ein Ding, aber halt in Blau. Das ist auch Naruto. Das ist alles Naruto. Das ist von Gaara. Oh, das sieht natürlich auch geil aus. Wenn wir jetzt hier in die Augen noch ein bisschen weiter betonen. Nee, lieber nicht. Die sind ja schon schwarz in Nacht. Obwohl das auch was hat. Achso, das ist hier dieses Fluchmal. Das hat auch was. Das hat auch was. Ah, das ist jetzt hier Majin Vegeta, wo Vegeta von dem Buu-Schöpfer kontrolliert war. Das ist aber von Gaara jetzt. Das dritte Auge könnte von Tanjin Han sein. Die Sicht sieht trotzdem ziemlich weich aus. Ich kann leider kein markantes Gesicht machen. Das ist ein bisschen doof. So eine Zeichnung wahrscheinlich. Also ich glaube, ich werde sowas machen. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Das nehmen wir. Und wie würden das aussehen, wenn wir das jetzt zum Beispiel in Rot machen würden? Ne, sieht nicht so gut aus. So, Position. Wir können auch noch... Ach, die Transparenz. Wollen wir natürlich nicht transparent haben. Und die Position. Achso, da können wir das dann alles verschieben. Aber ich lasse es mal so am Rand. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus. Und was haben wir hier? Hier haben wir nochmal das Gleiche. Obwohl das mit den Narben hat mir eigentlich auch sehr gut gefallen. Das hier. So, nee, da sind die Augen ja gleich wieder so dunkel dann ringsherum. Das. Gucken wir mal, was haben wir denn noch hier im Bart. Aber die Bärte, also die Bärte finde ich echt sehr pussyhaft. Kann man da vielleicht die Länge noch irgendwie aussuchen? Nee, kann man nicht. Nee, so ein Pussybart will ich nicht. Also der gefällt mir echt nicht. Vielleicht die Position auch noch ändern.
Sieht ja nicht mal so schlecht aus. Dann müssen wir mal gucken, was haben wir denn noch hier schönes. König, 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 Junior, Auge. Das ist ein bisschen zu groß. Die Narbe jetzt hier nehmen und die Position ändern. Ja, die nehmen wir. Die nehmen wir. Die sieht gut aus. Und dann aber die Farbe noch ändern. In so ein leichtes Rot. Ja, so sieht das da ganz gut aus. So, Stimme. Das ist schön düster. So. Weiter zur Namensangabe. Ja. Halt. Ja. Ja. Online spielen. Nein, jetzt nicht. Da sind zu viele Rechte zu beachten, wenn ich jetzt online spiele. Muss ein bisschen aufpassen, wenn Artikel 13 wirklich kommt. Dann haben wir die A-Karte. So, ich kämpfe jetzt mit meinem. Ich kann jetzt nicht Naruto oder so nehmen. Achso, okay. いつまで強がりを言えますかね
行きましょう。ここは危険です。しまった。仕方ない。戦ってください。今のあなたならできるはずです。あなたの中に宿ったコズミックキューブが必ず力を与えてくれる。 Okay, jetzt kommt der erste Kampf. Aber ich habe gedacht, man kämpft mit Frieza oder mit... Vielleicht online. Na, vielleicht ist es erstmal das Tutorial und danach kann man dann aussuchen oder so. Ich weiß es nicht. Kampftutorial. Steuerung. Viereck. Ah, das ist dieser Angriff von Son Goku. Viereck auch nach oben. Mache so wie da steht. So, L und drücken und dann immer wieder erledigt. Ich habe mir erledigt, bevor ich hier das abarbeiten konnte, weil das irgendwie hochdrücken und dann Viereck hat nicht funktioniert. Levelausstieg. Was dann? So schnell auszuweichen. Navigator, Cube no Kaishu. Ich kann die Videos auch nicht unterbrechen. Ich habe es gerade versucht hier, es klappt nicht. これだから人間は勝負はお預けです。待て。新しいお仲間の心配はいいんですか。それではまた。 大丈夫ですか。 よかった。それにしても初めての戦いでここまでの活躍はすごいです。ああ、そういえばまだ名前を伺っていませんでしたね。Die Grafik sieht echt gut aus. いい名前ですね。おめえやるな。悟空さん、一旦ベースキャンプに戻りましょう。 Das ist auch Son Goku, ey, so ein Tier, ist so fett die Power. Super Saiyajin Gott und was da dann allerdings geworden ist. Und die japanische Stimme hört sich so weich an. Wenn das jetzt schon alle die Szenen blockiert werden, gibt es garantiert Content-ID.
Dieses Videomaterial gehört nicht dir. Das ist Eigentum von Namco Bandai. Hatte ich schon mal beim letzten Dragon Ball Spiel. Hab ich aufgenommen, hab hochgeladen. Ja, das Videomaterial gehört nicht dir. Ach, oh, wie er so. Dass man sein eigenes Feld hat. Ach so. Und hier werden dann auch online die ganzen Leute rumlaufen und so. Verkaufsstände, ja. Das ist so wie bei Dragon Ball. Ah, Naruto und Ruffy. ごくの、おっちゃんが帰ってきた。すまい。フリーザのやつ逃がしちまった。次会った時にやっつけりゃいいさ。あ、そうだ。それで悪いけど、飯ねえか。ほら、腹減っちまった。さっき俺が全部食っちまった。いや、嘘だろ。あなたたちの世界の人は ここに来るとみんなびっくりするんですよ。当然だ。君たちが漫画で見ていたような想像の世界が目の前に広がっているのだからな。長官。ああ、ich stoße jetzt so wackelig, das nervt。ここはベノムズと戦う者たちが集う人類反抗の拠点だ。私はグラバー。 このベースキャンプにいる者たちは私も含め、ほとんどが君と同じ世界の出身だ。彼ら以外はな。単刀直入に説明する。世界というのは一つではない。我々が住む現実世界とは別の世界が存在する。その世界の名はジャンプ。このジャンプ世界から現れた敵と、彼らと共闘する者たち、ベノムズによって、 Also die Laber nervt den schon auf Dauer. Dass man es nicht mal abbrechen kann. Komm, ich will doch kämpfen. 君の意思に反応して力を与えた。ナムコバンダイ will doch auch nicht, dass ich das zeige, Mensch. Sonst würde in der PlayStation nicht stehen, hier Aufzeichnung beendet und so. Oder pausiert. ベノムズは元々人間だったのだ。悪意を持つ者がキューブの力を手にしたなれの果てだ。ベノムズは悪意を持つ者を集め、彼らにキューブを与え、仲間を増やしながら現実世界で支配エリアを拡大している。 Boah, Alter, laber dich doch aus. Ich sehe diesen Deutsch schwer. So, endlich. So, jetzt geht wieder Spielaufzeichnung los. Es kann sein, dass ich dieses Video dann halt nicht online schalten kann. Dann muss ich dann halt nach den ganzen Videosequenzen nochmal in zwei Kämpfe aufnehmen oder so. Wer sind die denn? Sieht ein bisschen nach Dragon Ball aus. Die beiden Typen da. Also Tussi und Typ. Ja, Hände zum Himmel und dann passiert was, das ist garantiert Dragon Ball.
Also wenn ihr ein schnelles Fight spielen wollt, dann ist das nicht für euch, so wie es aussieht, weil hier ist ganz viel hier Quatsche mit bei. Vor allen Dingen am Anfang, wie immer. Oh, und jetzt quatscht der schon wieder, ey. Ja, Navigator, komm, komm, mach. Weg, 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 weg. Drei Teams. ベノムズに占領されたエリアの奪還を担うベータチーム敵地への潜入偵察などの諜報活動を得意とするガンマチームの3つです。メンバー管理の都合上君にもこのどれかに所属してもらう。堅苦しく考える必要はない。実際の作戦ではメンバーの適性や状況に合わせて柔軟に運用される。まずはJフォースの全容を知る意味でも Ah, okay. Hier kann man ihren Charakter dann nochmal anpassen. Hier geht's. Ah, okay. Hier können wir jetzt Oberkörper. Naruto-Style. Und gucken wir mal, was wir hier haben. Kann man hier die Farbe nicht auswählen? Dann bleibe ich lieber dabei. Habe ich noch nicht? Also du kannst da erst später dann alles freischalten oder was? Spezial. Dann habe ich einfach mal Socken, damit das nicht so scheiße aussieht. Ach, ich wollte noch Zubehör, wollte ich da noch machen. Ich denke mal, das wird wie bei den Dragon Ball Spielen sein, dass man durch die Kämpfe Punkte kriegt, die Punkte gegen Sachen eintauschen kann, beziehungsweise auch Objekte im Kämpfen bekommt. Und dann kann man den Charakter optisch ein bisschen anpassen, dann kann man auch Flügel verpassen und so eine Schoten alles. Ich wollte ja noch Accessoires machen. Ich weiß jetzt nur nicht, ich würde ja auch gerne die anderen Kampfsportarten von Naruto und so mal ausprobieren, ob ich da denn, nicht. Ja, und zum sonst hier drin, ja, okay. Da wirst du den Charakter garantiert jetzt nicht einfach so ändern können. Da wirst du wahrscheinlich dann wirklich drei verschiedene Profile machen können. Ob das überhaupt geht, ist die zweite Frage. Gegenstände habe ich auch keine. Kommunikation, Login, nix.
So, das ist ja sowieso nichts da. Weil diese Funktion steht nur im Online-Modus zur Verfügung. Es kann nicht offline verwendet werden. Okay. Naja, okay, dann machen wir das mal. Lass mal gucken, online. Belohnung. Nee, Alpha muss ich nehmen. Ich will erstmal meins. Ah, okay. Hier ist die Dragon Ball Welt. Okay. Ich gehe nochmal hoch. Ah, One Piece. Also das ist echt cool gemacht. Mit Marineschiff und so. Also das ist nicht die Thousand Sunny. Das ist irgendwas anderes, oder? Das ist nicht die Thousand Sunny. Also da hätte ich... Da hätten sie wirklich die Thousand Sunny hinstellen können. Bin ich der Meinung. Ja, gehen wir aber hier nochmal bei Alpha rein und machen da mal einen Kampf. Das muss ich da drücken. Ich bin so gewöhnt, immer zum Bestätigen irgendwas X drücken. Hier ist es, wenn er dann ihn anquatscht. どいつもこいつもこんな連中ばかりだが、それでもよければ俺たちのチームに入るか。
よく来たな、新入り。ガンマチームのリーダー、ナルトさんです。俺のことは、ナルト隊長と呼ぶよ。Ach, das ist doch hier mit der Mütze, das ist doch sein Freund, den er mit Ace auf der Insel kennengelernt hat, in Erwachsen, wo er ausgebildet wurde, wo er bei den Räubern auch war. Dann gibt's den in Erwachsen also auch. Soweit ist es ja in Deutschland noch nicht, dass der da irgendwo aufgetaucht ist. Ora, Sasuke. Omae mo kochi ni kite. Aisatsu shiro yo. Ucha, Sasuke da. Aikawarazu desu ne, Sasuke-san wa. Nandaka dareka ni niteiru youna. Dou desu ka? Ist ja gut, Maoji. Ist ja gut. Konna kanji desu ga. Ja, du willst lieber, ich weiß. Tekichi e no sennyu ya teisatsu nado. Schieb dich mal ein bisschen rüber. Pfoten rein, so, dann kann Papa so, links und rechts eine Hand, dann kann Papa trotzdem noch zocken und du kannst hier liegen. So, okay, haben wir hier uns das auch angehört. Okay, hier sind die normalen. Hä? Wo geht's denn hier lang? Ist gut, Masi. Ist ja gut. Ja. Ja. Ist ja gut. Ist ja gut. Hm? Alles okay. Ja. Ah, Boa Hancock. Beta Team の Leader, Luffy さんです。お前海賊になりたいのか？だったら俺たちのチームに入れよ。うちのチームはサンジがいるから飯がうめえぞ。わらわは Luffy がいればそれだけでいい。Also die müssten echt zusammenkommen, Boa Hancock und Luffy. Das wäre cool. まあ好きにしな。Ich habe mir alle angehört, jetzt kann ich mich vielleicht für ihn entscheiden. Natürlich nicht. Machen wir mal hier noch einen Offline-Kampf, Online-Offline-Kampf. Training-Team. Wir machen eins fürs Computer. Und lassen wir das einfach mal so mit 4. Ist ja gut, Mausi. Ich bin doch noch da. Brauchst dich doch nicht erschrecken. Ja. Nur weil Papa mal kurz ein Stück vom Tisch abrutscht, heißt das nicht, dass Papa weggeht. Ja. Ah, jetzt kann ich als mein. Jetzt kann ich. Okay.
Ah, Boruto ist auch mit bei. Wie ist er noch gleich? Sabo, genau. Okay, also ich kann als mein eigener Kämpfer kämpfen. Ich kann aber auch als andere kämpfen. Das ist gut. Ich würde gerne mal als Naruto kämpfen. Naruto und Sasuke? Wie nehmen wir noch? Nehmen wir den Sohn noch mit rein? Oder Gaara. Gaara war auch immer ganz gut eigentlich. Kakashi. Kakashi mit Blitz ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Na, ja, den Teamleiter. Nehmen wir Kakashi. So, und ich kämpfe gegen... Ruffy, Zoro, Sanji. Also meistens dann halt wirklich online gegen andere. Aber storymäßig müsste doch auch dann ein bisschen weitergehen, oder nicht? Ich bin schon so gespannt drauf. Mal gucken, wie er sich jetzt kämpft hier. Zeit abgelaufen, schade. Schutz.
これで決めるぞ。おりゃあ、はっ、あっ、よっ、終わった。おりゃあ、うん、そうそう、邪魔だ。グリズリー、おっ、おー、そら、よっ、はっ、はい、よっ、よっ、邪魔だ。Diese Steuerung ist echt anders, als man es von Naruto-Spielen gewöhnt ist. Und auch von Dragon Ball. Oh, der war gut. Oh, erledigt. Ich habe einen Sieg. Okay, langsam komme, langsam aber sicher komme ich rein. Langsam komme ich rein. Den Kampf machen wir noch. Und jetzt würde ich gerne Ruffy, Zoro, Sanji gegen Naruto, Sasuke und Kakashi. Mal gucken, wie ich mich jetzt auf der anderen Seite schlage. Und dann sieht man vielleicht auch mal die krassen Attacken, die die eigentlich können, die ich nicht hingekriegt habe. Aber ich spiele es ja heute erst jetzt fast eine Stunde. Muss ich erstmal rinfuchsen. Und an die Steuerung gewöhnen. Ich sollte vielleicht dann doch das Tutorial jetzt mal noch ein bisschen weiterspielen und das Spiel noch ein bisschen kennenlernen. Aber Fun macht's auf jeden Fall. Also das kann ich schon mal sagen. Oh, okay, toll. Wieso kriegt der das hin und ich nicht? Boah, Alter, der kriegt hier die Attacken hin und ich nicht. Yes, sir.
Ich das geschafft. Oh, Scheiße. Sanji ist gleich fertig. K.O. Okay. Okay. Scheiße. Genau reingelaufen. Ah, gewonnen. In Kampf wenigstens. Oh, Scheiße. Oh, Kurama Oblene. Leg mich doch am Arsch. Oh, die Klamotten gehen ja so kaputt, richtig, sehe ich jetzt erst. Und die kriegen richtig Wunden. Boah, was ist das? Ach, ist doch nicht. Komm, nein, komm, wechsel doch den Charakter. Komm, mach. Erledigt. Scheiße. Hat er wieder gewonnen. Mist. Also die Steuerung ist gewöhnungsbedürftig. Da muss ich mich erstmal mit zurechtfuchsen. Ja, dann würde ich sagen, dann wartet jetzt auf Hürt angezockt. Ich find's geil. Wenn ihr das natürlich schon habt oder auch vorhabt, euch das zu holen, könnt ihr euch gerne bei mir melden und wir können das auch nochmal aufnehmen. Also ich kann es dann nochmal aufnehmen. Und dann kann man das ja mal zusammen online spielen. Lass mal gucken, hier ist ein Punkt. Wo soll ich da hin? Hier. Belohnung. Ah, ich krieg Belohnung. Krieg ich Belohnung? Willkommen bei Belohnung. Wir haben noch geschlossen. Komm bitte später wieder. Ganz toll. Suchen wir uns mal eine schöne Ecke. Oh, hier mit dem Würfel, das sieht echt geil aus. Das nehmen wir uns jetzt einfach mal hier hin. So. Machen wir hier mal. So. So. So sieht das doch recht geil aus.
Also, wie gesagt, wenn ihr das auch habt oder vorhabt, euch zu holen, sagt mir doch Bescheid und wir können das gerne mal zusammen, online zusammen spielen. Ich habe hier gerade was, ich sehe gerade was. Hä? Seht ihr das auch? Ja? Muss ich da vielleicht noch ein Stück weiter, hier runter irgendwo? Ah, alles klar. Ah, weißt du schon, welches Team? Ja, ich weiß, welches Team ich nehmen will. Ich will mit Alpha anfangen. So, dann können wir uns das nämlich noch angucken. Ach, jetzt fangen wir auch an mit dem Training, gut. Wusste doch, wir müssen zu dem Typen zurück, müssen erstmal alle anquatschen, uns das anhören und dann zu dem Typen zurück und dann sagen wir, hey, wir wollen das und das Team. Boah, ich bin jetzt schon bei einer Stunde sieben. Ach, ja. Ach, Scheiße, das nehmen wir jetzt noch mit auf hier. Jetzt sind wir ja im Trainingsraum. Ich kann nur leider das nicht unterbrechen mit dem Quatsch, Leute. Das geht leider nicht. So. L1, okay. Halte R2 gedrückt. Okay. Okay, dann ist das das. Okay, das ist das und dann haben wir hier noch. Die will ich aber gar nicht, die Sandattacke. Ich hätte gern lieber was von Naruto.
Okay, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Da lerne ich, wie sie die Charaktere kennen, also die Fähigkeiten kennen. Aber ich denke mal, das wird so sein wie bei Dragon Ball Z, dass man die Fähigkeiten, dass ich jetzt so grundsätzliche Fähigkeiten habe und dass ich die dann austauschen kann. Also ich kann jetzt meinen Charakter selber zusammenstellen. Ich kann zum Beispiel die Sandattacke von Gaara rausnehmen und die von Naruto mit drin machen. Da werde ich natürlich von Son Goku die Kräfte nehmen, von Ruffy und von Naruto. Ja, dann mache ich meine drei Lieblinge zusammen in einem Charakter. Das wird fett, ey. Das wird so fett. Das wird so fett geil. Das wird so geil. Ich bin da schon so gespannt drauf, ey. Sind wir jetzt wieder draußen? Jetzt sind wir wieder draußen. So, aber nichtsdestotrotz, wir sind schon bei einer Stunde zwölf. Oder über einer Stunde zwölf. Ah, noch, da kommt ja noch der nächste. Ah, wie geht er? Oh, ein roter Würfel? Oh. Vegeta wird böse. Aha, okay, dann werde ich wohl da storymäßig jetzt Vegeta retten müssen, indem ich ihn besiege. Oh, ich komme einfach nicht weg davon, ey. Es ist auch so geil, endlich ein Spiel zu haben, wo alle drei hier drin sind. Ja, komm, klatsch dich aus. Ja. Jetzt müssten auch die Läden alle offen sein. Und ich kann mir meine Belohnungen abholen. Also ist so wie im letzten Dragon Ball mit den Kapseln und dass man sich Klamotten holen kann und Fähigkeiten holen kann und alle drum und dran. Ich zeige euch das jetzt noch schnell. Da. Hier, Belohnungen. Das müsste ja der Laden offen sein. Ich habe noch keine. Du hast keine Belohnung. Schade. Was? Ach, hol sie dir, wenn du online bist. Okay, ich muss also online sein. Müsste man doch aber eigentlich hier irgendwo auch rauskommen, oder? System. Spiel verlassen. Warte mal, nein, wir können doch eigentlich auch. Eigentlich müsste man doch da auch irgendwo sagen können, ich will jetzt online sein. Ich bin auch von den Updates auf dem aktuellen Stand. Ah doch, wir können verschiedene Charaktere machen, das ist gut. Hier sehen wir auch Kamehameha, 1080 Sandphönix, Sandtsunami, Lichtgranate.
Gucken wir uns nämlich noch schnell Unnamed an. Rein theoretisch, da ich ja ein paar Kämpfe gemacht habe, müsste ich jetzt Belohnung ja ein bisschen was haben. Rein theoretisch natürlich nur. Und das Tutorial habe ich ja auch schon ein bisschen was gemacht. Also ich kann entweder die Charaktere einzeln nehmen oder ich denke mal online wird es dann, ach da seht ihr meine Belohnung. Und dann können wir hier laden. Hier können wir dann Fähigkeiten. Super Genki Dama kostet zum Beispiel 7000. Kamehameha habe ich. Finale Impact. Das war doch von Freezer, oder? Todesstrahl. Ein bisschen aus wie der Teufelsstrahl von Piccolo. Ah, das war Füßer. Hier, Höllengranate, Höllenspirale. Das ist von Piccolo, das Ding. Genau. Und Pft. Genau. Piratenattacke. Gum Gum Red Hawk, okay. Drachenatem. Drachenklaue. Okay. Okay. Gegenstände, Outfits. So, gucken wir mal Oberkörper. Oh, da haben wir, oh hier, One Piece mäßig. Anzug. Oh, Cell. Cell ist auch mit bei. Cool. Cell-Outfit. Aber wie teuer ist das? Ach, da oben, 5000. Kostüm männlich. Das kenne ich doch auch. Das sieht ein bisschen aus wie bei Yu-Gi-Oh! Der schwarze Magier. Würde ich jetzt sagen. Könnte mich ja gerne verbessern, aber so sieht das für mich aus. Und das sieht aus wie der Frosch. Das Froschkostüm, was Joey bei Yu-Gi-Oh! Anziehen musste. Das sagt mir jetzt nichts. Oh, mit dem Piraten-Outfit ist ja auch geil. Unterhälfte. Hier haben wir dann auch wieder Piratenzeug und so. Hosen. Auch vernünftige Hosen, auch nicht schlecht. Hände. Uhrenringe. Sieht auch cool aus. Und Kampfhandschuhe will ich dann auch haben. Und endlich vernünftige Schuhe. Na, die sehen aus wie von Captain Buggy, aber. Wie Tonschuhe oder? Ja. Und die jetzt natürlich noch in Schwarz wären natürlich geil. Oder so Stiefel. Besser als wenn da immer alles offen ist vorne. Ah, Ace mit der Feuerfaust. Sakura.
Oh, Heiligenschein, auch geil. Ach, vom Herr der Schildkröten, der Bart. Die Masken von Naruto. Hier von den, wie heißen die? Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Auch nicht schlecht. Augenklappen, Ohrringe. Ja, da ist auf jeden Fall viel mit bei und das ist gerade mal nur das, was wir jetzt hier sehen. Gibt ja noch viel mehr. Ah, hier haben sie schon gespielt, da haben sie schon Sachen geholt. So. Aber nichtsdestotrotz würde ich jetzt hier doch langsam mal einen Cut machen, weil wir sind hier fast bei einer anderthalb Stunde schon. Das wird zu groß, das Video. Ich muss das alle dir irgendwie hochladen. wenn es euch gefallen hat, Däumchen wäre Träumchen. Wie gesagt, wenn ihr halt mal mit mir online zusammenspielen wollt, sagt einfach Bescheid. Dann machen wir mal so einen Community-Zockabend wieder. Und dann können wir das auch gerne mal zusammen zocken. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Ich finde es geil. Grafik geil. Story macht einen guten Eindruck bis jetzt. Ist halt schwer zu sagen. Ist halt jetzt nur am Anfang gerade mal. Aber bis jetzt macht es echt einen guten Eindruck. Oh geil, der hat den Mantel von Naruto, seinem Vater. Auch geil. Oh Mann. Das gibt so viele coole Sachen, die man hier machen kann. Ey, scheiße. Leck mich am Arsch. Also da ist geil. Für Anime-Fans auf jeden Fall Doppeldaumen hoch. Mir macht's Spaß. Das Kampfsystem ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Da muss ich mich erstmal rinfuchsen. Aber so, wie habt ihr gesehen, hab ja den Training da gemacht. Dann kriegt man das schon alles so ein bisschen beigebracht. Das ist ja nicht mal so schlecht. Man kann sich die Kampftechniken ja zusammenpacken. Also wenn man genug Punkte hat, dass man vielleicht erst auf Optik macht oder erst auf ein paar Kampffähigkeiten holt, die man haben will. Und umso besser man wird, umso mehr Kampffähigkeiten kommen ja im Shop oder die Shops haben auch unterschiedliche Sachen. Und da kann man sich dann ausleben und austoben. Ja, also ich denke mal, ist das für jeden was mit bei. Ich mache jetzt aber hier erstmal wirklich einen Cut. Hat mich gefreut, dass ihr zugeguckt habt. A Däumchen wäre Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein. Ahoi. Sagt euer Odin.